Es ist gelungen, ja. Eine Baugenehmigung in Österreich, in Vorarlberg für ein Tiny House nach KfW 55 Standard. Ihr habt es geschafft und darauf kannst du stolz sein, ne? Hallo Sven, willkommen. Ja, grüß dich, Daniel. Sehr stolz. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Es sind Modulhäuser nach KfW 55. GEG wird eingehalten und ja, herzlich willkommen. Ja, es ging so, dass der Bauherr hier in dem Fall sich eine Idee gemacht hat, wie könnte das Ganze aussehen. Dann gab es eine Ausrichtung, es gab ein Grundstück und es gab dann ein Vorgespräch mit der Gemeinde. Die haben gesagt, ja, wir brauchen das und das. Unter anderem ist ein großes Thema das Thema Wärme, Standard, Isolierung. Es muss energiefreundlich sein. Das muss es in der Tat. Hier vorne sieht man die Außenfassade für die Ewigkeit gebaut. Es steht auf Schraubfundamenten. Das heißt, es wurde tatsächlich an einem Tag gebaut. Ja, es sind Modulhäuser, die an einem Tag aufgestellt wurden, beide Modelle, und stehen auf Schraubfallfundamente. Ja. Also ein ganz normales Haus mit einer ganz normalen Baugenehmigung. Wenn wir gleich mal reingehen, du weißt ja selber, wenn du jetzt hier ein gebrauchtes Haus kaufst, das renovierst, dann hast du nicht diese neue Norm, die das Haus erfüllt, wie zum Beispiel hier nebenan, das hat schon, ist in die Jahre gekommen, da brauchst du natürlich viel mehr Heizkosten, du hast andere Nachteile, all das hast du hier nicht und du kriegst ein nagelneues Haus, da ist sogar schon die Küche mit drin. Ja, es ist vollwertig ausgestattet, nach Kundenwunsch, wir haben Innenarchitekten, mit denen wir alles besprechen und verwirklichen, 25 cm dicke Wände, Holzständerbauweise, top isoliert und auf höchster Technologie. Also hier wird man in Österreich im Winter nicht frieren. So, das Ganze könnt ihr realisieren für Österreich. Du bist selbst Deutscher. Deutschland, die Schweiz, und habt auch schon viele Projekte realisiert. Im Burgenland sind auch gerade wieder neue Projekte, die genehmigt wurden. Ja, auch in Blue Dance. Dazu gibt es ja noch ein Video. Aber wir bauen auch in Deutschland. Also jeder ist recht herzlich willkommen, uns zu besuchen. Gerne anrufen, anschreiben per E-Mail. Die Kontaktdaten findet man auf flyinghome.at oder auch de oder ch. Und einen Termin mit uns vereinbaren für eine Besichtigung. Es ist sehr günstig, gerade weil es ja auch flächenextensiv ist. Ich brauche kein Riesengrundstück hierzu, kann ich haben. Aber Grundstücke könnt auch ihr besorgen. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, ich hätte gerne da noch ein Grundstück, ihr seid gut vernetzt, oder? Ja, wir haben tatsächlich eine weltweite Kooperation zu der Firma Engel & Völkers mit über 1000 Büros weltweit. Und wir können dabei behilflich sein, das bestehende Haus zu verkaufen oder ein passendes Grundstück zu finden. Ich zeig mal, hier vorne hast du eine Verdunklung mit drin, die Tür kannst du schließen, aber die Verdunklung, das ist natürlich toll, die kannst du einfach aktivieren, indem du die Vorhänge zur Seite ziehst, Privacy, da ist die Außenterrasse, die habt ihr jetzt hier von lokalen Handwerkern bauen lassen, das kann man gleich mitbestellen und die wird dann hier angebracht. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist die Dicke der Wände, das sind jetzt wirklich nach GEG gebaute Wände und die Wärmepumpe, die außen montiert ist mit mehreren Anlagen, ist eine Doppelwärmepumpe hier eingebaut, die schafft es, das Haus dann wirklich schön zu beheizen, respektiv dann auch zu kühlen, was ja auch immer wichtiger ist. Hier siehst du das Ganze, ihr habt auch innen sehr schöne Farben gewählt, das Ganze ist in Grau gehalten und Schwarz, sehr schick. Vielen Dank, Sven. Gefällt uns auch sehr. Ist gut gelungen, ja. Ja, also S-Gruppe ist hier. Und ich setze mich jetzt mal aufs Sofa drauf. Also Sofa ist hier. Ich zeige euch das mal gerade. Also da ist das Sofa. Angrenzend ist anschließend die Küche. Und hier natürlich in so einem Gebiet wie Vorarlberg ist zu rechnen mit Quadratmeterpreisen zwischen 4.000 und 5.000 Quadratmeter Euro pro Quadratmeter. Bis 7.000 Euro. Und da ist... Da ist jeder Quadratmeter hier, glaube ich, wichtig, dass der optimal genutzt wird, oder? Ja, absolut. Guck mal hier, das Ganze kann dann noch kombiniert werden mit einem Hauswirtschaftshaus, das auch viel einfacher zu bauen ist, weil es meistens verfahrensfrei ist. Und wenn du mal kurz mal zur Seite trittst, dann sieht man hier unten, da ist noch zur Show sogar ein Kamin mit eingebaut. Der kann aktiviert werden per Fernbedienung. Und oben drüber ist dann ein großer Fernseher. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen. Also wie zu Hause. Und die Möbel, alle Tische, alle Stühle waren im Preis enthalten. Ja, nach Kundenwunsch. Und wie gesagt, wir haben Innenarchitekten und eine Tischlerei, Zimmerei, die diese Möbel und Küchen herstellt. Also alles immer nach Kundenwunsch, individuell.
So, Häuser selber sind für 40, 50 Jahre ausgelegt. Irgendwann ist aber ziemlich cool, kannst du das ganze Haus sogar mitnehmen. Also du kannst es wieder aufladen, kannst es auch woanders hinstellen oder kannst es verkaufen, kannst ein neues Haus holen. Ja, oder langfristig vermieten. Es ist alles möglich, wie du schon sagst. Selbst die Fracht über See ist möglich und es ist halt ein Modulhaus. Man könnte es innerhalb von einem Tag abbauen und umziehen. Ja, was ziemlich cool ist, Vollausstattung. Wo ist die Spülmaschine? Ich guck mal gerade. Die muss wahrscheinlich auch hier drin sein. Die sind ja mittlerweile so dermaßen versteckt. Also da ist die Waschmaschine mit Trockner. Mhm, mit Trocknerfunktion. Okay. Dann hier, da ist nochmal Stauraum. Dann wird sie hier sein. Da ist die Spülmaschine. Also eine etwas schmalere Version langt ja für den kleineren Haushalt mit drin. Du hast dann auch nochmal hier ein Induktionskochfeld mit drin, Backofen mit eingebaut und eine Mikrowelle. Also die Küche ist auch im Preis mit drin. Die Küche ist im Preis mit drin und wie gesagt individuell gestaltbar. So, das ist die Wärmepumpe von Gree. Da gibt es gleich für jeden Raum ein eigenes Modul. Und da die natürlich so enorm gedämmt sind, ja, die Häuser, ist natürlich der Energieverbrauch von diesem Haus extrem gering. Sehr gering. Man könnte dieses Haus quasi mit einem Föhn heizen im Winter. Ja. Das ist kein Witz. Also selbst die Leute, die hier drin schon wohnen, du erzeugst ja selbst auch Energie. Also die Kosten sind wirklich sehr, sehr gering. Hier ist der Kühlschrank. Bitte mal öffnen. Also kurz mal reinschauen. Also ein großer Haushaltskühlschrank ist hier mit eingebaut, mit Gefrierfach, wie zu Hause. Und überall noch Zusatzheizungen, die sind aber nur dafür da, wenn es mal kälter wird als minus 25 Grad. So, das ist nämlich eine Zusatzheizung für den Fall der Fälle, dass die Luftwärmepumpe das nicht mehr packen sollte, denn das System funktioniert umso effizienter, je wärmer es natürlich draußen ist. Wenn es irgendwann mal zu kalt ist, dann kann die Wärmepumpe nicht mehr arbeiten. Dann hast du hier ein Schlafzimmer, ein kleines, also zum Beispiel ein Gästeschlafzimmer? Ja, Gästeschlafzimmer oder für die Kinder wird es dann meistens genutzt. Oder halt auch als Büro, je nachdem, was man wünscht. Großer Kleiderschrank mit drin. Auch unter dem Bett hast du nochmal Stauraum, den du nutzen kannst. Oben drüber alle Regale. All das ist mit dabei. Und jeder hat natürlich seine Steckdosen, die direkt im Kopfendebereich sind. Sind die angebracht mit dann nochmal USB-Anschluss und einem kleinen Tischchen mit dabei. Jeder Raum hat auch die Luftwärmepumpe mit drin, also die ist hier mit eingebaut. Und sollte es mal sehr kalt werden, dann ist natürlich die Elektroheizung auch nicht die ganze Zeit am Laufen, sondern nur ab und zu schaltet die sich ein, weil eben die Wärmedämmung in dem Haus so stark ist. Bitte mal schließen. Da sieht man, es gibt Schiebetüren hier in dem Fall, auch die sind abschließbar. Hier mache ich einfach zu. Und dann habe ich hier auf der rechten Seite mein Bad und bestehend aus Toilette natürlich, die hier mit drin ist. Auch jeder Raum hat sein Lüftungssystem, das ist hier gerade aktiviert, das dafür sorgt, dass hier nochmal Frischluft reinkommt, reingeblasen wird und eine Dusche mit eingebaut, eine große Dusche, die wirklich so groß ist, dass du, wenn du mal gerade reingehst, du bist ja 2 Meter groß, du bist echte 2 Meter groß, geh ruhig mal rein. Ich sagte 2 Meter. So, und auch da könntest du problemlos duschen, also hast Platz, guckst oben raus. Also ich kann noch nicht mal oben drauf gucken und du hättest jetzt sogar Platz, um mit 2 Meter Größe hier zu duschen. Ja. Macht natürlich das Satteldach. Das schafft den Raum hier drin. Mal anschalten. Da ist dann nochmal eine Beleuchtung mit drin. Auch alle diese Badmöbel sind im Preis enthalten. Auch hier habe ich jetzt wieder eine Schiebetür. Das spart natürlich sehr viel Platz. Und ja, mich brauchst du nicht zu überzeugen. Ich bin ja großer Fan von Tiny-Häusern. Das Ganze schließt dann nochmal an noch ein weiteres Schlafzimmer. Das könnte aber auch ein Büro sein. Das ist hier um die Ecke hier drin. Also hier nochmal ein großes Schlafzimmer mit eingebaut. Und auch hier mit eigener Terrassentür. Hier könnte man sogar rausgehen, wenn die Terrasse umlaufend wäre. Und einem Arbeitsplatz, der hier mit drin ist. Überall die Fernbedienung. Also jeder Raum hat eine eigene Luftwärmepumpe mit eingebaut, was die ganze Sache natürlich sehr effizient macht, weil du musst ja nicht jeden Raum gleich stark heizen hier drin. Die Raumhöhe schafft natürlich auch dieses Gefühl, dieses Raumgefühl hier drin, oder? Absolut, so ist es. Und wie du schon sagst, also die Energie wird durch die effiziente Gebäudehülle gespeichert. Bedeutet, wenn man die Heizung 10 Minuten anmacht, hat man es mit Sicherheit im Winter 2-3 Stunden warm hier drin. Ne? Mhm.
Also diese dicken Wände, die ja auch aufpreisbehaftet sind nach GEG, das gibt es gleiche Versionen auch mit dünneren Wänden für den Einsatz im zum Beispiel Campingplätzen und so weiter und so fort. Aber hier haben wir die Version mit Baugenehmigung in Vorarlberg unter anderem nach GEG-Norm KfW 55. KfW 55 und EH 50 nach GEG. Wir bauen aber auch die normalen Chalets und Mobilhäuser. Also alles, was der Kunde wünscht, können wir umsetzen. Die Kunden können sich gerne an uns wenden mit einem Foto aus dem Internet oder was sie schon mal gesehen haben. Und das können wir 1:1 nachbauen, wenn das der Kundenwunsch ist. Also hier nochmal großer Kleiderschrank. Hier ist jeder Zentimeter genutzt, denn das brauchst du ja auch letztendlich. Und überall dann nochmal die Zusatzheizung für den Fall, dass es sehr, sehr, sehr kalt werden wird. Aber auch da erschlagen einen die Energiekosten nicht wegen der Wärmedämmung. Also das Wichtigste ist, wenn die Energie nicht raus kann, dann sind auch die Heizkosten entsprechend gering. Und hier nochmal Bett, überall USB mit drin. Hier hast du denn dein 1,60 Meter Bett auf 2 Meter und hier nochmal Steckdosen mit eingebaut. Also ein richtig großes Haus und das ist bei weitem noch nicht das größte. Wir werden uns gleich mal im Video ein weiteres Haus ansehen. Das war in Blue Dance, haben wir das gedreht gerade eben. Ja, genau. Das hat 2 Stockwerke. Der könnte bis zu 4 Stockwerke hochbauen. Bis zu 4 Stockwerke. Wir bauen auch Hotels. Aktuell haben wir mit unserem Partner und Architekten ein Hotelprojekt in Bürs. Das liegt auch bei Blue Dance und ja, bis 4 Stockwerke. Aber es ist alles möglich. Ja. Alles möglich. So, an wen muss ich mich denn wenden, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt in Deutschland, möchte gerne eine Baugenehmigung haben? Da streiten sich ja die Geister. Viele sagen, es geht gar nicht. Ihr sagt, Tiny House und Baugenehmigung, kein Problem. Ja, wir passen uns den Gegebenheiten an des Grundstücks und der Gemeinde und demnach bauen wir. Ob es dann halt ein Mobile Home ist nach GEG oder ob es ein Modulhaus wird, das muss man dann letztendlich sehen. So, das Ganze unter flyinghome.de, AT oder CH. Und das hängt natürlich auch davon ab, wo man baut. Sind die Baukosten höher oder niedriger? Hier sind wir natürlich in einem Gebiet, hier hat man Quadratmeterpreise, haben Sie eben schon erwähnt, bis 7.000 Euro. Aber nicht für diese Häuser, sondern für die normalen Häuser aus Stein. So ist das. Und ja, die ganzen Häuser kann man auch nochmal fest verbinden mit dem Fundament. Und hier sind wir. Ja, vielen Dank, Daniel. Sehr gerne. Sven. Schöner Ausblick. Auch die Wahl natürlich, wie die Häuser angeordnet sind. Hier vorne siehst du sehr schön, ist das Haus natürlich so angeordnet, dass du hier sogar einen Innenhof mit drin hast und sich hier 2 Tiny-Häuser einen Platz teilen. Das Coole finde ich, ich filme ja sehr oft auf Ausstellungen, weißt du, und da haben die ja eine ganz andere Baurechtslage. Da haben die ja ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, weil da eh keiner drin wohnt, sind nur Ausstellungshäuser. Aber ihr habt es geschafft, Baugenehmigungen zu kriegen, nicht nur in Österreich. Ja, nicht zum ersten Mal. Also unsere Architekten sind darauf spezialisiert seit vielen Jahren. Und wie gesagt, man muss nur die Gesetze einhalten und danach bauen. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wir haben über 700 Modelle im Portfolio und wir können alles umsetzen, um, sag ich mal, 99% der Grundstücke zu bebauen. Mach mal das Fenster bitte mal gerade hoch, das kann man hier hochziehen. Und dann sieht man sehr schön, wie auch lichtdurchflutet das Ganze ist. Jetzt sind wir bewölkt hier gerade, heute ein wolkiger Tag in Vorarlberg. Wir drehen heute am 24. Nee, einfach ziehen. Weiter. Ziehen. Ja, es ist, ich habe es eben schon mal ausprobiert und hier sieht man sehr schön, wie lichtdurchflutet das Ganze jetzt wird. Und man kann aus unglaublich vielen Stoffen und so weiter wählen. Und die Oberflächenmaterialien, auch wenn ich die Küche jetzt nicht in Schwarz haben möchte, ist natürlich jetzt der dernier Cri, der letzte Schrei hier in schwarze Küche. Aber da gibt es ohne Ende Möglichkeiten. Es ist der absolute Trend momentan. Kommt aus Amerika mit den dunklen und anthrazitfarbenen Tönen. Aber ich würde mal wirklich sagen und fest behaupten, wir können fast jeden Wunsch realisieren. Sehr schön, Daniel. Ja, bitte nochmal kurz reinsetzen in die Ecke. Dann haben wir nochmal einen Vergleich. 2 Meter großer Daniel. Vielen Dank fürs Einschalten. Flyinghome.de AT. Sie haben es geschafft, eine Baugenehmigung zu kriegen, unter anderem hier in Vorarlberg, auf einem ganz normalen Mischgebiet, also kein Spezialgebiet für Tiny Häuser. Tschüss.